sportliche Highlights ist ja unser nächstes Stichwort, das wir hier bekommen. Du als Triathlet wirst ja da sicher einige Sachen erlebt haben. Vielleicht auch in anderen Bereichen, weiss es nicht. Ja, ich finde eine spannende Frage, weißt du, das Highlight? Und wie kann man darauf aus, oder ist es so ein typisches Highlight, wie jetzt einfach ein Sieg in der Rennen oder was klassifizierst du wie als Highlight? Für mich eines von meinen sportlichen Highlights ist sicher der Ironman Wales, wo ich war, wo ich mich für die Weltmeisterschaft qualifiziert habe, wo es Rennen einfach war, wo ich ins Ziel gekommen bin und gewusst habe, ja, wirklich 100% können gehen. Also ich bin ins Ziel gekommen und habe alles so gemacht, dass es optimal aufgegangen ist. Das toughes Rennen, wetterbedingt, es ist kaltes Wasser zum Schwimmen mit Wellen und nicht gesehen, wohin das kommst. Dann auf dem Velo, es hat geregnet und es war auch nicht warm und gewindet. Und der Laufkurs am Ironman Wales ist mit sehr viel Höhenmeter. Also du rennst so vier Runden, einfach irgendwie so den Hügelsteil drauf und dann geht der Hügelsteil wieder durch. Und es ist so, kritisch auch mental sehr spannend zu reden, weil es nicht einfach nur darum geht, so, du kommst nicht hin, wer hat die größte Leistungsfähigkeit, sondern es hat sehr viel mit dem Kopf zu tun. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und dort bin ich zweit geworden und das ist eigentlich so eines von meinen grossen sportlichen Highlights. Naja, die Weltmeisterschaft, der Ironman in Hawaii, das ist. Jetzt als Vergleich könnte man jetzt sagen, ja, da muss ja mega gut gewesen sein dort, weil dort die WM kannst gehen. Aber dort hatte ich nicht so meinen optimalen Tag gehabt. Und dort bin nicht ins Ziel gekommen und habe gewusst, da ist jetzt da, was ich wirklich kann, was ich als Potenzial mitbringe, sondern dort bin ich ein Stück weit weg gewesen. Und darum ist so da mit Highlight immer so eine schwierige Geschichte, wie das man es so einordnet, schlussendlich. Ja, das sehe ich ähnlich. Für mich, ich war nie sehr nah am Spitzensport gewesen. Das war für mich eigentlich auch nie ein sportliches Highlight mit definiert, dass ich Erster werde oder dass ich wirklich in den Vordersten mit dabei bin. Sondern ein sportliches Highlight war immer mit dem Erlebnis an sich verbunden gewesen. Eines der schönsten Erlebnisse war sicher der Berlin-Marathon auf Inlineskates, wo ich extrem gut unterwegs war, sehr überraschend weit vorne dabei war mit den Leuten. Und einfach so einen guten Tag hatte, dass ich gleichwohl den wunderschönen Stadtkurs noch geniessen konnte. Links mal, rechts mal, Berliner Mauer, Sony Center, Kurfürstendamm und all das, was es noch so gibt in Berlin. Und einfach auch die Energie zu spüren, wo die Leute am Strassenrand auf all uns Athleten übertragen haben, das ist wirklich phänomenal gewesen. Ja. Ja, definitiv. Nein, sicher auch so Sachen wie Engadiner Sommerlauf letztes Jahr, wunderschöne Kulissen durchs Engadin durch, 25-26 Kilometer laufen, aber das ist nie wirklich mit dem sportlichen Gedanken gesehen, ich will jetzt zuvorderst sein, sondern ich will etwas erleben, ich will etwas Schönes erleben, eventuell noch mit Leuten ringsherum irgendein schönes Erlebnis haben. Definitiv etwas von den schönsten Sachen, was ich sportlich in dem Sinn gemacht habe. Ja, ich habe, jetzt wo du das sagst mit den Kulissen, das ist eigentlich, ich habe sehr viele Highlights, weil ich finde es super schön, draußen unterwegs zu sein. Und durchs Trainieren bist so viel am Morgen oder am Abend oder in der Nacht. Und das sind immer so Momente, wo mir extrem viel geben. Und wo auch cool ist, wenn du irgendwo, oder beim Übernachten noch mehr, wenn du irgendwo an einer coolen Ort bist, wo du schläfst. Und das ist so, ja, von dem her gäbe es ganz viel. Ich komme gerade hinter und gesagt, das will. Gerade Peru mit all diesen Inka und Kulturstädten, die dort haben. Wir sind einmal in ein Tal reingefahren, zu den ältesten Ruinen von Südamerika. Relativ unbekannt. Zumindest die Sanddünen drin, Pyramiden und alte Stadtmauer. Und direkt hinter der Pyramide haben wir zelteln. Es ist
einen Ausblick gesehen, phänomenal. Also das ist wirklich Sachen, die du sonst eigentlich nicht lässt träumen, wo auf einmal, du musst sagen, ja, das ist es. Das ist so ein schönes Erlebnis. Das ist jetzt nicht unbedingt sehr sportlich, das Erlebnis in dem Sinn, aber du hast halt auch eine gewisse sportliche Leistung müssen bringen, um in diese Situation hineinzukommen. Ja. Und die erlaubt es dir vielleicht auch gerade, das noch mal mehr zu genießen. Ja.